Herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Feuergrün. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben bei der Pokéballfabrik und erledigen diesen Team Rocket Rüpel. Ich war auf jeden Pokémon und habe die ganzen Sonder-Pikachus gesammelt. Zitiere die Erfurcht von meinem fliegenden Pikachu. Schokotandanger surfen ist Pikachu. Nicht schlecht. Drachenwut. Oh, Donnerblitz, das ist nicht gut. Hör mal auf. Wer ist da Elektroart drauf? Schickt fliegendes Pikachu. Ach komm. Feuerzorn. Super. Fliegendes Pikachu ist direkt. Schnee-Pikachu. Feuerzorn. Sehr effektiv. Schneepika. Schickt. Nein. Kein Pikachu, sondern Ditto. Ach der. Ach Gott. Manche Mordteile sind auch. Gott. Gucken. Wo könnte es denn weitergehen? Ach, gut. Wir suchen jetzt nach irgendeinem Teleporter. Aber könnten die das nicht viel besser machen? Einfach irgendwo hinschreiben. Das ist der Teleporter, den du brauchst. Boah. Wieder schön Rätselraten spielen. Ne, der führt mich in dem Teil. Gut. Dann ist der Bereich des Raums abgeschlossen. Der führt mich hier oben hin. Ich meine den rein. Der führt mich weiter. Okay. Haha, tut mir leid. Ich bin gerade nicht in der Verfassung, um zu kämpfen. Dieser Typ war einfach zu genial. Komm später, wenn ich mich beruhigt habe. Das ist ist es dir recht, wenn ich gegen ihn kämpfe, dann siehst du einmal einen unglaublichen Nachwuchs. Du genießt einfach nur Drachen. Aber natürlich, es sind die stärksten aller Pokémon. Na dann zeig, was du drauf hast. Los, Garados. Aber Sigrid Garados ist doch kein Drachen-Pokémon. Das Viech ist ein Typ Wasserflug. Hast du das etwa nicht gewusst? Doch, das war nur ein Test. Los, Dura. Das ist Typ Feuer und Flug. Das war auch nur ein Test. Ahu, von Pokémon Market. Los, Aerodactyl. Lass mich raten, noch ein Test? Das ist Gesteinflug. Echt hoppla, aber in der Jutta-Liga hat mich mit diesem Pokémon als Drachentrainer zugelassen. Es war der fünfte Trainer der Top 4. Ich bin einfach übermächtig. Es ergibt alles keinen Sinn, was du da erzählst. Es ist Pokémon. Was erwartest du? Stimmt, du hast recht. Aber jetzt greif endlich mal den Gegner an. Der fängt längst an, sich zu langweilen. Los, Dratini, Drachenwut. Oh, hoppla, das ging schnell. Wieso ist das dein einziges Drachen-Pokémon schwach? Guck mal, mein Rutzgaras. Wo ist sehe ich nicht. Siegfried, wo bist du? Der war genial. Lalala. Ich habe den Nerd auf Route 1 sein Pokémon geklaut. Auf Route 1 war da ein Pokémon? Das stimmt, Route 1 ging ja noch ein bisschen weiter. Ging ja nicht direkt in den. Ey, das Viech hat zu viel Leben, Kratzer. Ah, meins ist schneller. Ich glaube, Wechseln ist angebracht. Los, Smetbo, du bist on the wire. Psystrahl, bam!
Was meinst du, was das ist? Hier, noch ein Windstoßantrag. Noch ein Windstoß. Geh sterben, Mann. Andere Viecher hast du auch nicht. Psy-Strahl. Ach, Psy-Strahl sieht ja zu wenig. Oh Gott, ist das einzige Pokémon, was drauf hat, wirklich nur Shiddock. Autsch. Windstoß. Windstoß. Oh Gott, sind die Pokémon hier alle schon, alle meine Pokémon schlecht. Die Schilok macht einfach jetzt nur Surfer und die Sache ist erledigt. Wumm. Down. Super. Nee, halt. Ich hatte das noch gar nicht entwickelt. Wieso? Nee. Ach, das Viech. Surfer, bam. Ach, das Viech war genial, aber ich würde gerne meine Pokémon irgendwie heilen können. Ja. Nee, Beutel. Ach, ich habe ja ein paar Supertränke. Dann geht's ja noch. Ja, ja. Untergeschoss fahren, ja, ja. Mach schon. Okay. Boah, Gott, was ist das denn für eine Es löst doch sicher nichts aus, wenn ich jetzt alle drei drücke, hä? Aha. 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 Ich verstehe das Rätsel jetzt gerade nicht. Ah. So geht das an. Also, ach Gott. Ich kann also nur zwei anhaben. Okay, dann müsste das den hier öffnen. Oh. Alles klar, latsche ich mal in den Teleporter rein. Okay, das müsste doch da irgendwas geöffnet haben. Dann kann ich da durch. Also einmal hier drücken, dann mal da drücken. Tada, so. Und wo bleibt jetzt der Meisterball? Was suchst du denn hier? Ich hab Taubuch in den Tom. Feuerzahn und Tacke, bam, kritisch. Ich mach Golbat. Golbat, das ist doch mit viel besser gehalten. Psy-Strahl. Sehr effektiv. Noch einmal Psy-Strahl. Bing, tang. Und Vati. Komm, Glutex so. Vati! Ich mag das Bild von Vati. Ich bin Akro-Vati. Glut. Akro-Vati! Und kritischer Treffer. Drachenwut. 80. Feuerzahn. Hatsch. Bam. Eindeutiger One-Hit. Verdammt. Für den Schocki-Taku-Schlüssel. Auf dem Bildschirm sind die Pläne, aber irgendwie muss ich die jetzt doch ausdrucken oder sowas. Was sagt denn das? Vielleicht reicht ja auch dieser Meisterball. Selbstbestimmungsgesetz eingeleitet. Shit. Was hat der Schocki-Typ gemacht? Schnell raus hier. Oh, Menno. Ich weiß doch gar nicht, wie ich rauskomme. Nein, schnell! Kacke, Mann! Selbstzerstörung! Wir werden alle drauf gehen! Ich bin durch den Teleporter gekommen.
Schneller, wir müssen uns beeilen. Bin ich jetzt etwa in den zweiten Stock wieder gefahren? Fahr ich lieber ganz nach unten. Obwohl der Fahrstuhl zeigt, dass wir nach oben fahren. Wo geht's hier raus? Bin ich gut in nichts rausfinden. So, was ist doch die Mitte? Da. Kacke, Selbstzerstörung. Ah, auf Vollschatter. Deine Liste wird immer länger. Mal nachsehen. Ach, Hausfriedensbruch, Umweltverschmutzung und jetzt hast du noch eine Pokémon-Fabrik zerstört. Hä, wieso Umweltverschmutzung? Du hast die Fabrik sabotiert, sobald Giftstoffe austreten. Hä? Das war ich nicht. Das war Team Schockett. Die wollten Meisterwelle herstellen. Team Schockett würde sowas nie tun. Dafür sind sie viel zu nett. Erst gestern haben sie uns neue Uniformen gekauft. Ist das nicht irgendwie Bestechung? Willst du mir etwa vorwerfen? Na warte, schnappen sie euch nicht so schnell. Los, Shiddock! Shiddock, fliegen! Flieg mich nach Knoblauchheim! What the fuck? Ah, Pokémon seid ihr auch wirklich nicht so gut. Hey, du sagst, dass du eine Zauber-Shiddock das fliegen kann? Nein, das würde ja bedeuten, ich hätte Unrecht. Doch, ich bin mir sicher, dass du das gesagt hattest. Scheint, als wären die erstmal keinen Streit beschäftigt. Aha. Puh, das war knapp. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Nee, so ging's ja so. Ach, wieder. Wir gehen einfach irgendwie hin. Mutant E2 Feuerzaun Lurch. Zwei der unbeliebtesten Pokémon haben sich vereint und dann ist sowas raus entstanden. Ah, Zerschneider. Auf dich habe ich keinen Bock, Mutant. Falsche Weg. Ja, okay. Surfen wir eine Runde wieder nach unten. Feuerzorn. War irgendwie klar. Also habe ich auf dich auch keinen Bock. Ich weiß gar nicht, welcher zweite Typ der hat. Ich kenne die Unterarme nicht. Könnte von Tangela sein. Vielleicht sollte ich erstmal von der Brücke fernbleiben. Nein, sag nicht, ich war schon richtig. Das war jetzt mies. Nochmal den ganzen Weg zurück. Das, ja, stimmt. Hast du die Pläne? Nee, aber ich konnte einen Meisterball finden. Ein Meisterball? Ach, noch besser. Einen solchen Ball könnte ich noch nie herstellen. Wie habe ich jetzt den Meisterball abgegeben? Nooo! Das war ausgiebig studiere und ich denke, ich kann ihn nun herstellen. Wenn du Lust hast, kannst du mein Prototyp ja mal ausprobieren. Wenn du 9 haben willst, kostet es eben 1 Million. Oh Gott. Okay. Was heißt das, Geld sammeln? Ob die auch daran gedacht haben, dass es möglich ist, so viel? Nee, bei Pokémon kann man ja nur 999.000 haben. Stimmt, ja. Giftgas in Höhen. Super. Mutant Z3. Hallo. Ah, die Höhenmusik. Da hätten wir irgendwas Spannenderes nehmen müssen. Ich immer die gleiche. Ja.
Nee, keine Lust über Wiese zu gehen. Ha. Ach, endlich sind die giftige Gas weg. Ach Gott. Ist das Leben nicht schön, wenn nicht der ganze saure Regen auf dich runtertropfelt? Hab doch Schutz. Müsste reichen, bis ich dort angekommen bin. Na, na, na. Aber den Einsiedler Hallo sagen. Hab dich aus. La 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 la. Danke. Ja, weiß ich. Wo mir hier die 100 Schritte ablaufen. Habe ich eigentlich Superschutz oder so? Auch zwei Stück. Müsste reichen, bis ich aus der Höhle raus bin. Hä? Na super. Direkt verlaufen. Ist mir mal der Part nicht da und dann sowas. Ach, Schutz hat es auch getan. Hm. Schade aber auch. Ein bisschen, ja, Schutz. Okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Part von Pokémon Vollgrün. Wir haben viel geschafft. Wir haben die Pokémon-Fabrik kaputt gemacht und einen Meisterball gefunden. Ich würde sagen, wenn euch die Part in dem Park gefallen hat, gut bewerten, gut kommentieren. Bis dahin. Tschüss. Euer Glu.